Das ist «Friendly Fire» auf dem Nebelspalter mit Laura Zimmermann und Markus Somm. Letztes Wochenende wieder eine riesige Demo von Corona-Kritikern oder Massnahmenkritikern, je nachdem. Sehr gross. Und jetzt gibt es einen riesen Streit. Wie viele Leute sind da gewesen? Also hast du das Gefühl, wie viele Leute sind da gewesen? Ganz ehrlich gesagt kann ich das nicht beurteilen. It is what it is. Es gibt einen Zahlenstreit darüber. Was ich einfach interessant finde, ist, es gibt natürlich Leute, die das irgendwie abschätzen können und das so grundsätzlich irgendwie, wie beispielsweise bei einem Frauenstreik oder grösseren Demos, dann auch irgendwie einigermaßen, ja, wie soll ich dem sagen, faktenbasiert beziffern. Das ist die eine Seite. Und dann gibt es so Aussagen, die mich dann doch irritieren, wie Nahreporter hat geschätzt das. Mhm. Und das finde ich ist einfach, das ist eine persönliche Ansicht und so schätze ich es eben ein, aber kein Journalismus mehr, oder? Also das ist so ein bisschen die Frage, die mich nachher so ein bisschen irritiert hat, wenn dann die Reporter vor Ort haben, einfach persönlichen Eindruck schätzen und finden, dass sie aber dann mindestens 30'000 Leute sind. Irgendeiner Art und Weise wird man es müssen können ungefähr verifizieren. Und du? Ja, eine normale Erfahrung ist die, und das weiss man eigentlich, ob der Bundesplatz fast, wenn er ganz voll ist, sind das 12'000 bis 13'000 Leute. Und von dem her ist schon die Formulierung von sehr vielen Medien, die irgendwie sagen, mehrere Tausend und so weiter, ist natürlich ein bisschen verdächtig. Oder? Es ist ja und vor allem, was auch ganz verdächtig ist und sehr typisch, normalerweise tun die Medien eigentlich die Angaben von der Polizei auch cum granus alis nehmen. Und vor allem, wenn es linke Demonstrationen sind, dann nehmen sie häufig die Angaben der Veranstalter. Und die sind natürlich immer ein bisschen höher, ist ja logisch. Und super wäre gewesen, man bringt beides, oder? Man sagt, ja, die Polizei schätzt so und so viel. Die Veranstalter sagen, das sind so und so viel. Und dann hätte man Ruhe gehabt. Aber die Medien sind meiner Meinung nach da voll in die Fallen reingelaufen. Das ist jetzt ein totaler Aufsturm. Also ich habe das natürlich miterlebt, weil Nebelspalter hat das auch kritisiert. Und deshalb haben wir wahnsinnig viele Reaktionen bekommen. Und das ist, wie die Leute das aufregt. Das ist ganz verrückt. Und das zeigt auch jetzt vor allem das SRF. Tut sich selber einen Bärendienst. Oder das Fernsehen hätte einfach sagen sollen, eben, die Polizei sagt so viel, die Veranstalter sagen so viel. Mhm. Und dann kann niemand etwas sagen und jeder weiss, ja, okay, es ist noch schwer zu schätzen. Mhm. Dann bringt man ein Bild und dann sieht man, dann können die Leute selber ein bisschen überlegen, ja, ist es eine grosse Demo oder nicht. Und ich glaube, eben die meisten Leute, die das anschauen, sehen, ja, es sind ziemlich viele Leute. Ist noch erstaunlich und wir wissen etwa, wenn der Bundesplatz voll ist, dann ist das eine rechte Demo. Das ist einfach so. Du, ja, also weißt, ich sehe das grundsätzlich gleich bezüglich, man soll von Veranstalterseite prüfen oder eben von offizieller Seite, sofern es das gibt. Und ich verstehe auch nicht, wenn man irgendwie würde versuchen, was du jetzt insinuiert hast, irgendwie die Demo kleiner zu machen, als sie war, weil das bringt nichts. Also was soll es bringen, oder? Eben, wie ich schon mal hier mich geäussert habe, wenn ich jetzt die Ansicht, die politische von diesen Demonstranten nicht teile, persönlich. Es ist ihr Recht, gegen die Massnahmen zu demonstrieren. Das muss eine Demokratie können aushalten. Und ich glaube, aber im Gegenzug nicht unbedingt, dass man irgendwie das, so wie du insinuierst, absichtlich macht von Seiten der Medien, sondern ja genau das Umgekehrte gesehen, oder? Jetzt Markus Nau zum Beispiel, den ich vorher erwähnt habe, die sagen ja, das sind mindestens 30'000 Leute gewesen. Und ich glaube, was man generell muss aufpassen als Medien, und das ist die Entwicklung, die ich finde, ist generell gefährlich, oder ist, dass man eben gar nicht mehr überprüft, oder? Und dass man dann einfach irgendetwas gesagt hat, wo man nicht mehr zurücknehmen kann, wo es schnell gehen muss. Und wie du richtigerweise sagst, journalistisch korrekt wäre es, die offiziellen Angaben zu prüfen. Und natürlich, wenn es das gibt, oder das weiss ich jetzt nicht mal, ob es das gibt, die Angaben von den Veranstaltern. Nichtsdestotrotz, ich finde eigentlich auch, wie du sagst, es ist eigentlich gleich. Es sind viele Leute. Es ist eine blöde journalistische so kleine Unsorgfältigkeit, die auf beiden Seiten passiert ist, aber meiner Meinung nach, nämlich, dass man das gesagt hat, es sind weniger gewesen oder es sind eben zu viel. Ja. Aber eben die Unterstellung ist eben nicht, also das ist wirklich aus Erfahrung. Du kannst selber mal überprüfen, wie häufig das Medien, wenn es eben linke Anliegen sind, dann heisst es einfach, die Veranstalter haben gesagt so und so viel und dann kommt nichts anderes. Also das ist völlig klar. Und schau, die Medien haben ein unglaublich komisches Verhältnis jetzt zu diesen Corona-Massnahmen-Kritikern. Sie regen sich richtig auf. Ja, aber andererseits, Entschuldigung, ich kann es nicht anders sagen, aber geilen sie sich auch daran extrem auf. Ich meine, was die für eine überproportionale Berichterstattung bekommen im Vergleich, sagen jetzt mal, oder das ist einfach die Sensation von den Medien mit den Extremen. Ich sage jetzt mal, wenn das in ein linkes Extrem geht, ist das eben so faszinierend.
wie die andere Richtung. Und mir fehlt ganz ehrlich gesagt so ein bisschen die qualifizierte Kritik und die differenzierte Kritik an der Corona-Politik beispielsweise im Land. Nicht nur der Fokus auf die Massnahmenkritik, die ich persönlich das Gefühl habe, die sind schon gross zu einem gewissen Teil, aber sie werden natürlich von den Medien noch grösser gemacht oder eben kleiner gemacht. Ja. Es ist einfach wie so, es gibt noch viel mehr, sagen wir jetzt mal, differenzierte Kritik an dieser Corona-Politik, beispielsweise von Seiten Wirtschaft, oder? Beispielsweise von Seiten Beizen, beispielsweise von Seiten Kultur, I don't know, you name it. Ja, wichtig, ganz wichtig. Das sind dann eben Spalten, sehr wichtig. Ganz wichtig, nein, aber was ich noch sagen, aber nein, weißt du, was ich meine? Ja, gleichzeitig das Verhältnis schwierig, aber es ist auch so eine Sensationsgeilheit der Medien an diesen neuen Gruppierungen, die ich wieder so toll finde. Da hast du jetzt auch wahnsinnig viel davon profitiert. Ja, ich finde das ist auch nicht gut. Weißt du, völlig einverstanden. Die Operation Libero hat man ja auch relativ breit und offensichtlich zu Recht. Das war offensichtlich eine Bewegung, die viele Leute angesprochen hat. Und ich finde, weißt, wenn du einen Bundesplatz vollbringst, oder, dann ist das immer schon ein ziemlich deutliches Zeichen, dass du relativ viele Leute kannst mobilisieren kannst. Du kannst ja das auch ein bisschen hochrechnen, wenn du so und so viel, eben, sagen wir 20'000 Leute kannst mobilisieren für eine Demonstration. Nee. Das ist schon ziemlich viel. Und sie machen es jetzt relativ regelmäßig. Also das heisst schon, wir merken das ja auch. Wir merken das in den Leserbriefen, wir merken es auf den Social Media. Yeah. Das gibt einen Kern von Leuten, die richtig hässig sind mit dieser Politik. Völlig. Und das ist absolut richtig, dass Journalisten das aufnehmen und dass Medien das aufnehmen. Also richtig, was nicht richtig ist, wie unausgewogen, dass sie das machen. Wie unglaublich einseitig sie die Partei nehmen. Das ist ein bisschen peinlich. Das sehe ich nicht ganz so. Ich sehe eher wirklich tatsächlich das Problem, dass man so eben, und das ist auch berechtigt, dass man über das berichtet, aber ich finde wirklich, Es ist, wie soll man sagen, es ist eine laute Stimme, ich weiss nicht, oder kann das auch nicht beurteilen, wie gross das sie tatsächlich ist. Und die lautesten sind meiner Meinung nach nicht unbedingt immer die repräsentativsten. Und was mir in der Diskussion, insbesondere jetzt um die Abstimmung oder über das Covid-Gesetz, ein bisschen fehlt, sind die differenzierten Stimmen. Aber schau jetzt, aber liebe Laura, ich weiss nicht, ob du das gesagt hast bei der Fridays for Future. Das war auch eine Bewegung, die offensichtlich viele Leute mobilisiert hat. Haben die Medien auch mit grossen Faszinationen aufgenommen. Weißt du, wer hat es gesagt? Ein Teil von denen, das CO2-Gesetz bekämpft hat, hat die genau das Gleiche gesagt, weil es genau der gleiche unkonstruktive Punkt ist. Und das, nein, würde ja bei diesen Massnahmenkritikern sagen, der dürft schon kritisieren und der dürft hässig sein, aber der müsst noch überlegen, was sind denn die Alternativen und die heißen nicht. Du hast vorher Medien kritisiert und hast gesagt, ja, sie sind zu sensationslüstern und tun das ein bisschen aufspielen. Und da muss ich einfach sagen, eben, in unserem Land ist es so, wir haben sowieso schon lange Versammlungsfreiheit und du kannst immer davon ausgehen, wenn mehrere tausend Leute anbringst und kannst mobilisieren, dann ist das ein Ereignis. Ja, da bin ich verstanden. Ist das politisches Ereignis, ob das jetzt Fridays for Future ist. Nein. Ja, aber eben Fridays for Future haben ja die Medien auch wahnsinnig aufgespielt. Und da kann man nicht sagen, Sensationslust, sondern sie haben schon, nein, sie haben es schon richtig gesehen. Und ich meine, man hat es ja nachher in den Wahlen auch gesehen, es ist schon relevant. Es hat ja Folgen gehabt. Das ist ja nicht falsch gewesen, was Medien das berichtet. Vielleicht ist das mein generelles Problem, obwohl ich das Recht auf die Demonstrieren absolut schützenswert erachte. Vielleicht ist das mein generelles Problem, dass ich das Gefühl habe, Demonstrationen sind gut und recht. Manchmal mögen sie so etwas bringen. Ich war noch nie an einer Demonstration, by the way. Ich glaube aber nie, dass du dein Ziel allein mit Demonstrieren erreichst, sondern du wirst müssen kooperieren mit der Politik. Nein, aber ich sage einfach wie, du musst dann irgendwann auch kooperationsbereit sein und politisch an einer Lösung interessiert sein. Ich bin jetzt ein bisschen altklug von der 60-Jährigen. Jetzt sehen wir mal eine lange politische Karriere. Nein, überhaupt nicht. Nein, schau, Demonstrationen sind ein normales Mittel in der Politik. Ja. Und es ist immer ich ein sage, guter, es ist ein guter Gradmesser. Es ist immer ein guter Gradmesser, weißt, für die Temperatur im Volk. Das ist eindeutig. Also wenn Bauern absolut, mit ihren Traktoren auf den Bundesplatz haben, dann spürt man, da sind ziemlich viele unzufrieden. Ob es das gerade 2 Millionen sind oder nur 10'000, das spielt keine Rolle, sondern es ist ein politisches Ereignis. Ja, aber weißt, jetzt gehen wir zu einem anderen Thema. Unzufrieden ist man noch schnell. Die Frage ist, was macht man dagegen? Und wie offensichtlich ist man an einer Lösung? Behördensicht, jetzt ist das dumme Volk in der Unzufrieden, jetzt müssen wir wieder schauen. Nein, überhaupt nicht. Unzufriedenheit ist wichtig, aber man muss auch irgendwie konstruktiv sein. Jetzt voilà. Bringst du konstruktiv ein anderes Thema. Ja, konstruktiv ein anderes Thema. Ein Thema, wo um die Welt gegangen ist, letzte Woche ebenfalls, an einem Set von einem Western-Dreh in New Mexico, ist aus Versehen mit einer scharf gestellten Waffe geschossen worden, zwar vom Alec Baldwin, der die Kamerafrau geschossen hat und der Regisseur, glaube ich, vom Set verletzt hat.
deine Gedanken dazu? Ich weiss nicht, ich kann immer noch, mir nur ansatzweise vorstellen, wie kann es zu so etwas passieren. Aber was hast du, was ist dir durch den Kopf gegangen, als du das gelesen hast? Es war ja überall in den Medien gewesen. Gut, zuerst ist man mal ein bisschen überrascht, wie wenig das man weiss, oder, von Anfang an. Was eigentlich logisch ist, sie müssen es ja zuerst untersuchen. Aber jetzt haben wir ja gehört, und das finde ich schon ganz, ja, also fast nicht nachvollziehbar, dass die Waffe wirklich scharf geladen war, mit offensichtlich mit echter Munition. Ja. Also es ist in dem Sinn aus Versehen, ist fast noch ein bisschen, ja, ist fast ein bisschen zu schön gesagt, oder? Ich meine, das finde ich ziemlich krass. Also muss ich jetzt auch sagen, so als Hobby-Detektiv würde ich jetzt sagen, du, das ist aber jetzt noch interessant, haben sie die wollen umbringen? Ja. Ist da sogar irgendwie ein Mordplan dahinter gewesen? Aber das ist es wahrscheinlich nicht, aber es ist wirklich unglaublich und sie haben schon ein paar solche Unfälle gehabt, aha, in Hollywood, schon mehrere, und es ist, und sie haben ja dann, also eigentlich berühmt ist ja gewesen, der Sohn von Bruce Lee, ja, genau, wo sie verschossen haben, und dann hat man ja gesagt, jetzt tun wir die ganzen Safety Rules und so weiter, tun wir jetzt überarbeiten, und das haben sie offensichtlich nicht gemacht. Also mir finde ich schon ganz viel, und ich finde auch wahnsinnig, also ich weiß immer, wie es geschildert wird in der Presse, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber dass eben der Alec Baldwin hat das Gewehr die Pistole genommen und dann hat er einen Cold Gun, ja, oder? Aber auch schon das finde ich eigentlich auch vom Baldwin her... Testisch, oder? Ja, musst doch schauen. Also ich meine, das ist schon, also ist schon ein ganz krasser Fall. Ich finde es einfach auch noch, also wenn das stimmt, dass wirklich verschiedenste, glaub, Stunt- und Crewmitglieder eigentlich ihre Arbeit niedergelegt haben, ein paar Tage vorher, weil sie gravierende Sicherheitsmängel am Set bemängelt haben. Eben, auch wieder Medienberichterstattung, you never know, was stimmt. Ja. Aber dann insbesondere im Zusammenhang mit den Waffen, die vor Ort waren, dann finde ich schon auch, also, hey, also, ja, also, wie kannst du so unsorgfältig sein mit etwas, wo, eben, ich bin jetzt nicht im Militär gewesen, aber alle Schweizer Männer, die im Militär sind und ihre Waffen daheim haben, die wissen genau, wie sorgfältig mit denen umzugehen ist. Und trotzdem passieren Unfälle oder Suizide. Also, weißt du, wenn du so mit einem sensiblen, angeblich kalt oder requisierten Gewehr hantierst und die gravierendsten Sorgfaltsmängel missachtest, also, ich finde auch, es gibt irgendwie, es ist sehr schwer zu verstehen oder sich vorzustellen, was dort alles nicht überprüft werden musste, damit es so weit kommen kann. Gut, und insbesondere finde ich brutal. Nein, nur noch schnell, also bevor du etwas gemeint sagst. Oder? Mhm. Insbesondere das ist das Paradebeispiel im Strafrecht. Weißt, wenn du so Jus fährst, studieren, glaube ich, im Einführungsjahr. Genau der Fall, oder? Du Schauspieler bist in der Annahme, die Waffe ist, die Waffe ist nicht geladen, du schiessest jemanden. Hinter dran hat aber vielleicht jemand eine Absicht gehabt oder eben nicht. Ja. Und ich meine, das ist eigentlich ein bekanntes Beispiel, dass es immer noch passieren kann, finde ich, in dem Sinn umso erstaunlicher. Oder? Ja, was ich auch erstaunlich finde, ist ja offensichtlich, dass eben, es gibt ja total gut nachgebildete Waffen, die eben keine Waffen sind, die Spielzeugpistolen sind. Und ich meine, es ist ja so weit gegangen, dass die EU, Bierenweich, wie die EU häufig ist, sogar Spielzeugpistolen. Nein, jetzt ernsthaft, Spielzeugpistolen sind ja verboten in der EU. Man muss sie irgendwie transparent machen, was eine unglaubliche Enttäuschung war für unsere Buben, wo wir dann müssen solche geben. Haben wir natürlich nicht gemacht, muss ich selber zugeben. Aber es ist eine Katastrophe. Nein, das ist ja, ja nachher keine Waffe. Aber eben, du kannst ja auf den Deckel so Spielzeugpistolen wirklich sehr, sehr echt machen. Ja. Und es ist wirklich anscheinend so, dass es Schauspieler gibt, die sagen, ja, nein, und Regisseur, ja, ja, nein, es ist eben gleich etwas Besseres, wenn es echt ist, oder Platzpatronen, dann gibt es dort noch so einen gewissen Funken und es stinkt und so, das ist eben ganz wichtig. Das ist schon ein bisschen lächerlich. Und was ich jetzt als gemein würde sagen, ich meine, Hollywood ist eine absolute Hochburg der Demokraten. Das sind die Leute, die gunlos unbedingt wollen und so weiter. Und es ist schon peinlich, dass sie offensichtlich nicht im Stand sind, oder nicht im Stand sind, die primitivsten Sicherheitsvorkehrungen für so etwas aufrechtzuerhalten. Das ist schon peinlich. Aber noch schnell wegen juristisch, da bist du viel besser. Ich meine, ich finde, der Baldwin muss natürlich auch, also meine, letztlich ist das Homicide. Und das müssen sie so untersuchen. Und vielleicht, er ist ja noch Produzent. Ja, also nein, eventuell ist er sogar verantwortlich für die Schweiz. Im schweizerischen Strafrecht ist tatsächlich könnte aber fahrlässige Tötung entscheidend. Und wenn du dich in einem Irrtum befindest, dass das Ding eben nicht geladen war, dann geht das eigentlich gar nicht. Ich weiss nicht, wie es in Amerika ist. Aber ja, absolut. Aber er ist ja auch der, der kooperiert. Ich finde eigentlich die Stimmen hinter dran, nämlich die, die eben für die Sicherheit verantwortlich wären und so, die fehlen uns ein bisschen in der medialen Diskussion. Ja,
Gehen wir weiter. FCZ, ja, genau. FCZ, auch immer ein Problem. Komische Fans hat der Club. Absolut. Die haben absolut randaliert jetzt im Spiel gegen GC. Muss ich auch wieder sagen, verstehe ich nicht, dass das so schwierig ist für die Fußballvereine, das in den Griff zu bekommen. Nein, ich bin dort völlig deiner Meinung. Und ich finde es insbesondere perfide und widerlich. Ich glaube, wir haben das letzte Mal davon auch gehabt. Weißt, wenn's so, es gibt auch gewisse Chaoten, die ein Interesse haben, Demonstrationen zu stören, für einfach ein bisschen Chaos zu machen. Gleichermaßen ist es natürlich bei den Fanclubs von den Fußballclubs der Fall, und der FCZ ist einfach irgendwo durch, seit Jahrzehnten, kann man glaube schon sagen, es ist das Gegenteil vom Musterschüler. Schwarzes Schaf, ist politisch nicht korrekt. In dem Bereich, und ich verstehe echt auch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen, wie es nach wie vor immer wieder gelingt, in das Stadion hineinzukommen mit so einer Menge an pyromanischem Material. Ich gehe selber viele Fußballmatches, ich war auch schon im letzten Jahr, natürlich nur, wenn IB spielt. Und ich weiss nicht, ich hätte glaube auch Sachen hineinschmuggeln. Andererseits ist schon die Frage... Aber hat man die nicht richtig untersucht? Ich bin schon lange nicht mehr in einem Fußballspiel gewesen. Hey, doch, wir schon. Aber natürlich, wenn du richtig jemanden untersuchen willst, so wie bevor du auf das Flugzeug gehst, dann brauchst du entweder eine andere Infrastruktur oder mehr Zeit oder, für einen Einlass. Und das hast du momentan nicht. Und ich bin schon auch bei dir, dass ich... ich meine, das ist schon so ein ganz schwieriger Bereich, um wirklich die Leute näher zu kennen. Die haben immer ihre Hooligan-Masken an und weiss doch nicht. Und es sind wenige, die Chaos stiften. Und das finde ich eigentlich das Perfide dran, um noch den Punkt zu machen. Eigentlich, weißt du, wo er wieder... Eigentlich die Mehrheit total überschattet, weil die ein paar chaoten Köpfe gefunden haben, es ist eine gute Idee, hier einfach ein bisschen Krieg spielen, wenn man so will. Wohingegen die überwiegende grosse Mehrheit kommt, um guten Fußball zu schauen. Okay, beim FCZ, okay, Fußball. Und Sport genießen und zusammen sein, Bratwurst essen, ein Bier trinken, you name it. Also, weißt du, so eine kleine, perfide Minderheit, wo schon im Fall des FCZ meiner Meinung nach recht brutal unterwegs ist, zum Teil auch, was ich nicht nachvollziehen kann. Aber eben, ich finde, die Clubleitung kann ich überhaupt nicht begreifen. Ich meine, du sagst, es ist eine Minderheit, ich weiss nicht, wie gross die sind, aber das weiss man so lange. Und man kennt die auch, und man könnte die auch irgendwie registrieren, man könnte ihnen auch ein Stadionverbot geben. Ich meine, die Engländer haben ein wahnsinniges Problem mit Hooliganismus. Aber gut, jetzt heisst es einfach eine Liga tiefer. Gut, weil sie es dort auch nicht mehr so gut kontrollieren können. Ist klar, genau. Wie es teuer ist, aber dann müssen wir halt das auch kontrollieren. Also, das verstehe ich auch nicht. Wobei, was ich noch sagen muss, ist einfach, es zeigt sich immer wieder, junge Männer sind gefährlich. Und zwar, ob es Schweizer sind oder Ausländer. Und deshalb finde ich auch wichtig, es gibt ja noch andere Formen von Gewalt und so weiter, wo wir auch wieder Probleme haben, einfach mit jungen Männern. Ja. Und das muss man einfach wissen. Junge Männer, früher noch zwischen 16 und 24, sind, wie du sagst, in den Krieg gegangen und heute nicht mehr. Und mit dem muss man rechnen und mit dem muss man auch können umgehen. Und man kann mit dem nur umgehen, nicht mit gut zureden, sondern mit Kontrolle, mit Polizei, wenn es nötig ist, sogar mit Gewalt. Ja, grundsätzlich bin ich auch für absolut klar die in der rechtsstaatlichen, wie soll man sagen, in der rechtsstaatlichen Grenze für die strafrechtliche Verfolgung von diesen Leuten. Ich glaube, es zeigt aber gleichzeitig auch, dass es eben in diesen Gruppen nicht so einfach ist, weil rein theoretisch sind das alles, oder die meisten sind, sobald Leute gröber verletzt werden, und das passiert leider Gottes so relativ oft, wenn Fanclubs aufeinander geraten oder Hooligans aufeinander geraten, ist es nicht so einfach, die Leute dann tatsächlich eben zu identifizieren. Nein, sonst würde man es ja mehr machen. Und ich das ist schon eine Das ist eben die neue Polizeistrategie, die viel zu repressionsscheu ist. Das kenne ich jetzt gut. Ich bin früher noch auf vielen Demos gewesen. Das ist eine von der blödsten Mythen, die es überhaupt gibt. Man müsse als Polizei deeskalieren und alles der Schrott. Nein, am Schluss des Tages ist es so, einkesseln, verhaften, Personalien aufnehmen und dann siechen. Bussen geben oder einfach Sachen machen, die denen wehtun. Das sind junge Männer. Denen muss man wehtun. Das ist nicht genau. Ja, voll. Bin ich völlig bei dir. Im Rahmen von unserem Recht, von unserem Strafrecht insbesondere. Ich glaube, nichtsdestotrotz, wie soll ich sagen, es muss schon auch auf einer
Erziehungs- und Werteebene irgendwo durch irgendwas passieren, sagen jetzt mal, damit du ja, nicht irgendwie das Bedürfnis hast oder das Gefühl hast, es ist jetzt richtig oder du darfst das jetzt machen. Ja, das merkst du schnell. Alter. Das stimmt, aber wenn du so Bussen zahlst, merkst du schon, dass es nicht richtig ist. Weißt? Oder wenn du mal eine Nacht im Untersuchungsgefängnis gehockt bist, merkst du auch. Bin im Fall nicht so sicher. Aber weißt, der Punkt ist, die finden das auch lässig. Ja, eben genau. Die finden das noch lässig. Und deshalb ist einfach klar, mit der ganzen Macht vom Gesetz zuschlagen. Ja. Und alles, das, man kann das nur noch Frauen ins Stadion reinlassen. Ja, ist mir gleich. Dann halt nur noch Frauen, dann haben sie fast keine Zuschauer. I'm kidding. Gut. Also, yes. Letztes Thema, interessantes Thema, Comeback von Donald Trump. Er macht das wirklich interessant. Er macht jetzt eine Social Media selber. Und genau. Das ist interessant, da hat er. Die Firma hat er schon gegründet und das ist also ein spezielles Vehikel, wo jetzt eine andere Firma an Wall Street geht, wo man weiss, die wird sich nachher verbinden mit dem Medium, wo Donald Trump will gründen. Und was wahnsinnig ist, ist einfach ein Börsenfeuerwerk. Oder? Und das zeigt meiner Meinung nach schon, erstens, was die Leute dem Trump immer noch zutrauen, die haben sogar das Gefühl, sie können richtig Geld verdienen. Seine die Firma, die nachher dann mit dem M kooperieren will, die ist ein paar Milliarden wert gewesen, innerhalb von kurzer Zeit. Es ist eigentlich sagenhaft, was der Mann noch bewegen kann. Du, also weißt, Börsenhypes gibt es auch mit bei Schweizer Schuhen mit irgendwelchen Löchern unten dran. Wenn der Roger Federer mitmacht. Nein, natürlich, weißt, ich glaube grundsätzlich finde ich es... Der darf machen, was hättest er will. Nein, das überrascht mich auch nicht. Amerika ist ein gespaltenes Land. Also das wird sich zeigen, wo die republikanischen Anhänger sich in Zukunft werden orientieren. Aber offensichtlich ist ein ganz grosser Teil nach wie vor Trump-Unterstützer. Nein, das überrascht mich überhaupt nicht. Nein. Amerika ist dass Joe Biden so Mühe hat? Das ist Joe Biden meiner Meinung nach nicht Mühe, spezifisch überhaupt nicht. Ist jetzt etwa bei 42%? Das ist üblich, das ist immer gegen die Midterms her. Nein, schau mal auch beim Trump an, oder? Das ist irgendwie von der Zustimmungsrate. Nein, sie ist nie höher. Bei Biden ist es so jetzt runtergegangen. Ja, das kannst du in Vergleich stellen mit ganz vielen anderen Präsidenten. Ist meiner Meinung nach ein bisschen verdient, weil er wirklich in Sachen Afghanistan nicht eine gute Fall gemacht hat. Das haben wir aber schon mal diskutiert. Verschiedene Gründe. Ich glaube, sobald dann mal der Reality-Check da ist, geht die Zustimmungsrate runter. Die Frage ist, was macht er daraus in der zweiten oder in den drei letzten Viertel von seiner ersten Amtszeit? Das Interessante ist ja eigentlich, was jetzt bei den Republikanern passiert. Das finde ich auch. Ob der Trump sich durchsetzen kann oder nicht. Und ich glaube, er wird die Kosten auch noch, oder? Sie hätten schon andere Leute und sie haben eigentlich sehr gute Leute. Oder? Ich weiss, aber niemand, der so zieht in der Bevölkerung. Das glaube ich auch. Total ein Bruch wäre mit den Gepflogenheiten der amerikanischen Politik, dass noch einmal jemand, der Präsident ist. Das finde ich aber deshalb finde ich den Börsengang interessant. Weißt, er hat schon einfach, der Sieg hat eine gute Nase. Er hat schon was kommt? Wo denn? Businessmässig. Schau mal Trump and American Dream auf Netflix. Ja gut, das ist sicher sehr eine ausgewogene Sendung. Mhm. Total ohne jeden Bias und nein, so weiter. Er ist immer noch da als Unternehmer. Er kann immer noch Zeug machen. Das gehört auch zum amerikanischen Traum, dass du halt ab und zu bankrott machst. Du hast jetzt gerade gesagt. Du hast eigentlich im Prinzip schon gesagt, du bist kein guter Unternehmer, weil er hat ab und zu bankrott gemacht. Nein, ich glaube, man darf ihn einfach nicht als der Hyperunternehmer sehen. Er hat auch schon Misserfolge nicht gewirtschaftet und die werden noch gerne von der anderen Seite irgendwo durch, wegblinzelt. Insbesondere auch, dass er im Gegensatz zu den meisten anderen Amerikanern ein paar Millionen Startkapital von seinem Vater hat in die Tasche bekommen. Aber natürlich, er macht sicher, er hat ein Näschen Zustimmung in einem gewissen Teil von der amerikanischen Bevölkerung, wo nach wie vor da ist. Gut, in 2 oder 3 Jahren können wir wieder über Präsident Trump reden, ja. Wenn es so weitergeht. Nein, keine Ahnung. Mal schauen, wie es weitergeht. Ich finde, er ist natürlich auch relativ alt. Also von dem her ist es sehr unsicher. Kann sein, dass er meine Jahre... Der Biden noch. Verjüngung von der amerikanischen Politik. In dem Sinne, das war Friendly Fire vom Nebelspalter. Danke vielmals für eure Aufmerksamkeit. Laura Zimmermann, Markus Somm. Und ciao zusammen.